Okay, wunderbar. So offiziell habe ich seit 4 Minuten schon angefangen. Und ja, ich denke mal, wer noch kommen will, der hätte das mitgekriegt, oder? Dann lass uns mal loslegen. Ja, mein Name ist Volkorn und ich werde euch heute ein bisschen dazu erzählen, was denn dieses CCC Office ist und macht und tut. Und das dauert ungefähr, ja, knappe Stunde habe ich jetzt eingeplant. Wunderbar. Ich habe mich einfach mal an den ganzen WWW-Fragen da so orientiert. Ne? Was ist denn das Office? Das ist die Mitgliederverwaltung des CCCV, des Chaos Computer Club. Und was macht das Office? Das ist eine Mitgliederverwaltung. Sie verwaltet Mitglieder. So, haben wir die 2 Fragen schon mal geklärt? Können wir uns mal anschauen, wer sind denn überhaupt die Mitglieder? Das ist so ein bisschen der Teil, der ist so ein bisschen CCC-Jahresrückblick. Ich habe ein paar neue Statistiken produziert, extra jetzt für diesen Vortrag, weil ich dachte, das wäre ja spannend und interessant. Was ihr hier seht, ist die Mitgliederentwicklung des CCCV, soweit ich es aus der vorhandenen Datenbank rausziehen kann, seit, Moment, 1986. Ja. Ich finde es sehr spannend, weil ihr seht, blau unten, das sind die ERFA-Mitglieder, das heißt, dann sind irgendwelche Mitglieder, die sind irgendwie in einem ERFA organisiert und haben irgendwie einen ERFA-Flag gesetzt. Und rot sind die Aliens. Aliens sind also alle Mitglieder, die einfach nur im CCC e.V. Mitglied sind, ohne einen ERFA-Flag gesetzt zu haben, das irgendwie signifiziert, hier, ich bin bei diesem ERFA. Ja, und dann haben wir da drauf in grün die Datenschleuder-Abonnenten. Ich finde es ein bisschen spannend, weil ich glaube, da ist irgendwas in der Datenbank ein bisschen komisch, weil wir hatten schon 1986 340 Datenschleuder-Abonnenten. Zumindest nach dieser Auswertung. Darum nehmt auf jeden Fall die Datenschleuder-Abonnenten mit einem Körnchen Salz. So, und nach unten habe ich die Anzahl der geplottet, die in der Zwischenzeit wieder ausgetreten sind. Ja? Also das Ding ist nämlich, die Datenbank, da, wie die genau funktioniert, gehe ich später drauf ein. Aber in der Datenbank gibt es halt immer einen leeren Eintrag, wo früher mal ein Mitglied war. Das liegt ja auch daran, wir haben ja fortlaufende Chaosnummern, ne? Und wir vergeben Alter nicht neu. Dann kannst du halt einfach gucken, welche Chaosnummern sind offen. Und dann kannst du halt sehen, okay, wir haben derzeit ungefähr Chaosnummer 11.500. Und davon sind so viele an Mitglieder vergeben und Datenschleuder-Abonnenten kriegen übrigens auch eine Chaosnummer, die ihnen aber nicht mitgeteilt wird und so, das fragt nicht. Aber dann sieht man eben auch, wir haben knapp 2000 oder 1800 oder was das sind, Mitglieder, die in der Zwischenzeit auch schon wieder ausgetreten sind. Also die Frage war, was passiert, wenn ich ein Datenschleuder-Abonnent bin und dann Mitglied werde? Diesen Weg gibt es nicht. Du kannst Datenschleuder-Abonnent sein. Das Abonnent kannst du, Abonnement kannst du auslaufen lassen. Und du kannst Mitglied werden. Das sind zwei getrennte Vorgänge für uns. Für uns besteht da kein Weg, das eine ins andere umzuwandeln. Also du bekommst eine neue Chaosnummer und alles. Die ehemaligen Abonnenten, war gerade die Frage, sind alle in diesen Abonnements mit drin. Ich habe bei den Abonnements, als ich die aufaddiert habe, nicht irgendwie rausgerechnet, welche Abonnements schon durch sind und welche noch am Laufen sind. Okay, ich fand ein paar Sachen spannend. Wenn ihr einmal schaut, hier so, das ist 1996, da ging es ja irgendwie nach einer sehr langsamen Phase plötzlich richtig los irgendwie. Ich habe mich gefragt, was da denn so los war, ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung. 1996 sah das Internet so aus. Das war, ne, 13. Chaos Community. Moment. So sah das Internet aus. Das war 13. Chaos Communication Kongress, ne? Ich habe den Linus gefragt, der saß da neben mir, wir haben das Internet durchsucht. Keine Ahnung, was 1996 los war, dass plötzlich so viele Leute in die Mit eingestiegen sind in den Chaos Computer Club. Vielleicht haben sie angefangen, die Mitgliedsanträge zu bearbeiten. Genau.
Ich habe keine Ahnung, ab wann man ab vor dem Kongress Mitglied werden konnte. Vielleicht war das tatsächlich einer der Gründe. So, richtig. Was auch interessant ist, finde ich, oder sehr gut zu sehen ist, ist in 2014, das ist ein Moment, wo ist. Dieser Ansprung hier der Aliens, dieser heftige Anstieg hier, der ist Januar, Februar 2014. Und dafür gibt es eine ganz, ganz einfache Erklärung. Wir haben im Office sehr geflucht, als das passierte. Der Chaos Computer Club verklagt die Bundesregierung. Ja, wir haben Strafanzeige gestellt und plötzlich hatten wir, ich glaube, irgendwie 200 Mitgliedsanträge oder sowas in einem Monat auf dem Tisch. Also eine Wahnsinnszahl. So, genau, die ganzen Mitglieder. Die Frage ist ja, wenn man sich das so anschaut, wie kommen die denn alle her? Wo sind denn die ganzen, wie ist der aktuelle Stand heute? So, da gehe ich mal hin. Ne? Wir haben jetzt also ungefähr 4.500 Aliens, 1.600 Erfa-Mitglieder, so ganz grob, und 500 Abos. Das ist so der Stand momentan. Jetzt muss ich allerdings ein paar Disclaimer da dran hängen. Also erstmal, keine Ahnung, was mit Berlin ist. Berlin hat irgendwie seinen besonderen Spezialstatus, der historisch so wieder so lange herliegt, dass kaum einer weiß, warum eigentlich. Aber die Berliner machen ihre eigene Mitgliedsverwaltung und wir wissen da nichts drüber. Das passiert halt irgendwie. Und irgendwann kommen Listen von den Berlinern für den Kongress, dass diese und dass da die Leute, die Mitglied im CCC e.V. auch sind, halt vergünstigt auf den Kongress kommen. Wir schicken die MV-Einladungen als Vorlage, dass sie die selber schicken können, also die Mitgliedsversammlung, all sowas. Keine Ahnung, wie viele da sind, die sind also zum Beispiel alle nicht drin. Was auch noch anzumerken ist, es gibt ja in der Schweiz den CCC-CH. Allerdings gibt es nicht nur den CCC-CH dort, wir haben auch einen Erfa dort. Ja, das ist auch alles wieder so historisch gewachsen. Das heißt, ich glaube, ich muss jetzt mal ganz ehrlich gesagt lügen, ich glaube, Zürich ist im CCC e.V. organisiert und der Rest ist eben bei den CCC-CH organisiert. Ja, das heißt, solche Sachen sind alle nicht in dieser Statistik mit drin. Das heißt, das, was ich hier euch gebe, ist so ein ganz grober Eindruck. Okay, also ungefähr 6.100 Mitglieder, 6.000 etwas drüber, ja. Und wenn man sich da mal anschaut, die Entwicklung ist gut. Wir haben so, das ist jetzt eine Folie, die habe ich mir von Konz geklaut, von Konstanze Kurz. Und die hat sie halt auf dem Jahresrückblick auf dem 32C3 gezeigt. So sieht das aus mit den Mitgliedsanträgen. Was heißt die geklaut? Die Folie, also die Daten dafür, habe ich selber produziert, ja. Also gut. das sind die Anträge pro Tag, die es im Jahr 2015 gab. Und wohlgemerkt, das CCC Office Geschäftsjahr geht vom 1. Dezember immer, weil das ist so das Cut-off, wenn ich sage, bis dahin eingegangene Mitgliedsvorträge werden verarbeitet. Alles, was danach kommt, kann ich nicht garantieren, dass es bis zum Kongress verarbeitet ist. Ja, wenn ihr euren vergünstigten Kongresseintritt haben wollt. So, und deswegen ist der 1. Januar halt hier drüben. Und dann sieht man hier sehr schön die eine Spitze, dreimal dürft ihr raten, Vereinstisch. Da sind dann halt an einem Tag über 30 Anträge eingegangen. Und genau, man sieht halt eindeutig die ganzen Mitglieder, die im Januar drumherum Mitglied werden. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was dieser, einen Moment, hier diese Spitze alles ist, aber Camp war das, das macht total Sinn, aber im Camp muss ich ja sagen, sind gar nicht so viele Leute Mitglied geworden auf dem Vereinstisch. Aber was es manchmal gibt, sind dann auch viel weniger Leute als auf dem Kongress. Ja, auf dem Camp sind weniger Leute als auf dem Kongress. Auf dem Camp habe ich auch das Gefühl, sind viel mehr die Leute, die sowieso schon drin sind als Gast und nicht so die externen Besucher. Aber es gibt auch immer so Sachen, das gab es im Jahr davor, glaube ich, war das, da gab es irgendwie so eine Aktion, da hat sich ein Haufen Studenten zusammengeschlossen und gesagt, ey, wir sind jetzt 20 Studenten, wir treten alle zusammen ein. Und dann gibt das da auch einen deutlichen Ausschlag. Ne? Also eine Aktion gibt es auch immer wieder. Na? So, das ist die Verteilung, auch wieder CCC-Jahresrückblick der Mitglieder über Deutschland. Man sieht
Ne, je dunkler, desto mehr Mitglieder haben wir in diesem Postleitzahlenbereich. Das ist irgendwie auf die ersten zwei Ziffern des Postleitzahlenbereichs reduziert. Also alle Postleitzahlenbereiche, die mit den gleichen zwei Ziffern anfangen, zusammengefasst. Und ja, ich finde es ein bisschen traurig. Man sieht, wir haben zum Beispiel in Ostdeutschland ein kleines, ziemlich weißes Fleckchen. Und irgendwo so in der Mitte im Osten. Ne? Aber so irgendwie so der Halbmond von Norden links rum nach unten zum Süden sieht ganz gut aus. Und dann Berlin. Ja. Aber was ich persönlich auch viel spannender finde, ist, wie viele Mitglieder wir denn so weltweit haben. Also wo die noch so alle verteilt sind. Und dann sieht man klar, wir haben unglaublich viele in der Schweiz und Österreich, weil ne, deutschsprachig. Ja, aber dann geht's weiter mit USA, Niederlande, Großbritannien und so weiter. Und da sind noch so einige drin, wo wir echt auch teilweise nur ein Mitglied haben und so weiter. Ich habe gerade letztens wieder festgestellt, wir haben auch jemanden in Indonesien, der fehlt hier jetzt in der Mitgliedsdaten, in dieser Auflistung. In ja, Jakarta. Finde ich spannend, ne? Die kommen wahrscheinlich irgendwie zum Kongress, sagen, ich möchte mitmachen. Cool. Ja, jetzt habe ich euch immer noch nicht darüber erzählt, wer sind eigentlich diese Mitglieder. Ich habe euch nur so ein bisschen das erzählt, was das so für Daten hat, also so die Rahmen. Wir wissen natürlich, im CCC sind alles ausschließlich absolute Elite-Hacker. Das sieht man auch zum Beispiel an den beliebtesten E-Mail-Providern. GMX ist der absolute Hacker-E-Mail-Provider. Also, ne? Für eure Streetcreds empfehle ich euch, holt euch dort einen Account, dann wissen alle Bescheid. So. Die E-Mail ist nicht hier mit aufgeführt. Wie wird das gewertet, wenn man eine eigene Domain bei Google hat? Wir sehen ja nur die Domains. Das heißt, wenn du eine eigene Domain hast, die du da, wo du dann Google dahinter klemmst, dann sehen wir dich hier nur mit der eigenen Domain. Also man muss sagen, wir haben einen sehr hohen Anteil an Leuten, die eine eigene Domain haben. Was man hier sieht, sind halt die ganzen Leute, ganzen Domains, wo mehr als fünf Leute die gleiche Domain am Ende haben. Ne? Wir haben noch hunderte etliche, die eigene Domains haben und hier nicht aufkommen, überhaupt nicht in dieser Statistik auftauchen. Was schön ist, es gibt anstelle, was ist das hier, 1, 2, 3, 4, 5, CCC Family. Ne, das sind halt alle, da haben wir versucht, alle zusammenzufassen, wo irgendwie, weiß ich nicht, ccc-rh.de oder sowas drin ist. Ja. Aber ansonsten natürlich die ganz großen Provider alle drin. So. Aber die Leute haben halt ihr Ansehen, was sie so denken, was der CCC ist. Und sie fragen uns im Vorfeld immer ganz viele Fragen, bevor sie Mitglied werden. Eine der wichtigsten Fragen ist natürlich immer, was sind denn die Voraussetzungen, damit ich Mitglied werden darf im CCC? Oder wie lege ich die Eintrittsprüfung ab? Ja. Einige Leute sind schon einen Schritt weiter. Die wissen, fragen und so, selber gucken, selber sich informieren. Ja. Ich habe schon einen Kali installiert. Kali Linux, wir kennen es nicht, das ist diese Security-Linux-Distribution zum Pentesten von anderen Systemen. Na gut, aber ich sage dann immer, ne, die tatsächliche Voraussetzung, um Mitglied im Chaos Computer Club e.V. zu werden, sind sehr, sehr, sehr hoch. Jeder muss es schaffen, das Mitgliedsformular zu finden. Das ist ein PDF, ja. Ihr müsst es korrekt ausfüllen und dem Office in lesbarer Form zukommen lassen. Jetzt lacht ihr, ne? Ausfüllen ist manchmal echt schwierig. Und ich habe diese ganzen Formulare, die ich euch jetzt zeige, in so einem nur mal eben kurz irgendwie durchgehen gefunden. Sehr gut ist auch der hier, der gefällt mir sehr gut. Keine Ahnung was, ja? Zeichensatzproblem mit der Schrift oder was, ja? Ausgedruckt, unterschrieben, gefaxt und nicht mehr bemerkt. Hier auch wieder. Bei dem wusste ich nicht so richtig, wie ich das darstellen soll. Das ist ein Fax. Ich habe die persönlichen Daten rausgeschwärzt und der Rest ist halt das Fax. Ich nehme mal an, das ist ganz klassischer auch Faxfehler, ne? Falsch rum ins Fax reingelegt.
Ja, dann ist auch natürlich großartig, weil dann schreibe ich denen immer eine E-Mail an die, naja. Ich warte dann üblicherweise so, bis dann irgendwie 6 Wochen später oder sowas eine E-Mail kommt. Alter, ich habe vor 1,5 Monaten, warum ist der immer noch nicht bearbeitet? Und so, ja, keine Ahnung. Auch sehr schön. Fax gibt es in unterschiedlicher Qualitätsstufe. Und ihr könnt jetzt erahnen, warum wir auch die Faxnummer vom Mitgliedsantragsformular entfernt haben. Ja, also ich habe mir gedacht, eigentlich muss ich das nicht wegschwärzen, aber dann habe ich mir gedacht, naja, wenn hier jetzt irgendjemand mit irgendwelcher Bild Recognition Software und ich weiß nicht, ne, also leere Anträge. Es ist übrigens auch nicht so schwer, man muss ja, wenn man einen ermäßigten Beitrag haben möchte, einen Ermäßigungsnachweis mitschicken irgendwie oder so, ja. Tut das nicht in einem passwortverschlüsselten PDF. Es wäre super, wenn wir es lesen können, ne? Okay. Was wollte ich? Ach so, eine Sache, die ich jetzt noch gar nicht hier in dieser Auflistung habe, auch sehr typischer Fall ist, sind ja alle, also die meisten Mitglieder, die können ja richtig mit Computern umgehen schon. Das ist ja so, also die Ausnahme jetzt, ne? Wunderbar am Rechner ausgefüllt und so fort, ausgedruckt, eingescannt, per Fax oder in einem Briefumschlag, wie auch immer, uns zugeschickt, aber nie ein Datum oder eine Unterschrift untergesetzt. Ja, ist total lieb, das, aber da bleibt uns auch nichts übrig, als zu sagen, hey, sorry, versuch's nochmal. Ja, aber spannend finde ich eigentlich nach dem Antrag die Fragen erst so richtig. Ja. Wo bekomme ich denn jetzt meine ccc.de-Adresse? Weil ich bin doch jetzt Mitglied, ne? Also, wir sind eigentlich ja E-Mail-Provider, oder? Haben wir eigentlich Webspace? Ich frag mal. Wann bekomme ich denn meinen Mitgliedsausweis? Und wie sieht der denn aus? Ich finde, diese Frage ist einer meiner persönlichen Lieblinge. Ich habe da nämlich eine tolle Antwort drauf. Ich schicke dann immer den Link zu dem Entropia-Mitgliedsausweis. Ich finde den sehr, sehr schön. Den findet ihr im Wiki von Entropia. Und ich sage dann immer, hier, wir haben keinen offiziellen, aber du kannst dir gerne einen selber machen und neu gestalten. Fühl dich frei. Ich habe da übrigens noch nie eine Antwort drauf gekriegt. Ja, auch sehr beliebt. Wie kann ich mich denn für die Schulungen anmelden? Weil ich werde ja jetzt Hacker, ne? Tja, ich bin schon ein Jahr Mitglied und habe noch keine Datensteuer erhalten. Weiter. Also, warum bekomme ich eigentlich keine Newsletter oder Lehrmaterialien von euch zugesendet? Dafür habe ich auch schon Textbausteine, so hey, lokal, selber. Aber man muss ganz ehrlich mal sagen, wenn wir so nach außen, die Wahrnehmung ist schon, wir sind der Hacker-Ausbildungsverein. Entschuldigung, Firma. Auch, was ich jetzt hier nicht in den Folien drin habe, auch eine sehr beliebte Frage, die mir gerade einfällt. Wo ist denn eigentlich eure Telefon-Hotline und was sind die Öffnungszeiten so, ne? Ja, die Bürozeiten und all sowas. Ja, außer Mahnung habe ich noch nie etwas von euch gehört. Ja, schwierig. Erstmal, kleines Detail, worauf ich immer gerne rumreite, wir schicken keine Mahnung, nie, niemals. Alles, was wir machen, sind Zahlungserinnerungen. Wir sind total lieb und freundlich. Hey, liebes Mitglied, guck mal, es gibt hier so eine Satzung. Wäre total dufte, wenn du dich dran hältst. Mitgliedsbeitrag zahlen. Es sind ja auch nur 6 Jahre, die du jetzt im Rückstand bist. Also. Naja, aber es gibt's auch andersrum. Ja. Ich habe versehentlich monatlich statt jährlich Dauerauftrag eingerichtet. Und das ist mir nicht aufgefallen, so für über ein Jahr. Und könnt ihr mir die zu viel gezahlten Mitgliedsaufträge zurücküberweisen? Ja, kann man machen. Da schreibe ich eine Mail an den Dommel und sage ihm, guck mal, überweis dem Typen da doch mal 1.080 Euro zurück. Ich meine, wir schicken ja bei jeder eingegangenen Zahlung, ja, wenn wir den Datensatz ändern, schicken wir eine Mail zurück, wo drin steht, hier deine aktualisierten Daten, du hast an dem Tag zuletzt so viel Euro gezahlt, das gilt bis. Ja, das ist dem 15 Mal nicht aufgefallen.
Spamfilter, bestimmt. Na gut. Frage war, ob das als Geldanlage zählt, da müsst ihr den Domme mal fragen, das ist nicht mein Gebiet. So. E-Mails an office.ccc.de, könnt ihr die Zahlen lesen? Nee. Ist viel zu klein, ne? Oh, was soll's. Ich kann hier auch nicht mehr lesen. Aber 2000, irgendwas mit 42 ist auf jeden Fall ganz oben, das weiß ich noch. 2642 oben, genau, aber ganz unten 1337. Das ist echt, ja, das habe ich nicht geschummelt oder so. Ja, genau, aber gibt euch so ein Beispiel, das ist halt irgendwie von 2009 bis 2015 so die E-Mails, die in die office@ccc.de Mailbox reingehen. Das bezieht sich also wirklich nur auf die Mails, die Leute uns schreiben. Darin ist zum Beispiel nicht enthalten, was wir denen antworten oder was die Massenmails geht und so angeht und so weiter, die wir rausschicken und sowas. Also auch Spam und so weiter, größtenteils ist das rausgefiltert, aber nicht alles. Und früher haben wir keinen Filter gehabt und beziehungsweise haben wir den Spam drin gelassen und jetzt haben wir ihn rausgefiltert. Also irgendwie auch wieder so ganz grob. Aber man sieht, es wird mehr. Ja, aber glücklicherweise muss ich das ja nicht alleine abarbeiten. Wir sind in letzter Zeit einige Leute gewesen. Da dachte ich mir, es ist auch ein guter Moment, einmal zu erwähnen, dass es die Leute wirklich existieren. Das ist der Hansenerd, der Space, Jamalaka, Vollkorn, Webstore, der Jalmaroth und der Blackspear. Vollkommen, ja, bin ich. Aber genau, das läuft inzwischen ganz gut. Es gab mal Zeiten, da war das ein bisschen schwieriger. Da haben das irgendwie die Hansenerd nicht alleine gemacht. Oder nur ich. Ja, machen wir weiter. Wie sieht denn der Alltag aus, was ich tatsächlich im Office mache? Ich meine, die Spezialfälle habe ich euch ja jetzt schon so ein bisschen gezeigt. Aber es ist halt wirklich einfach viel, viel Mails abarbeiten. Ne? Ich weiß nicht, habe ich gar nicht ausgerechnet. Ihr könnt ja mal im Kopf 2600 durch 360 teilen und dann wisst ihr, wie viel pro Tag da so reintrudeln. Und natürlich kommt das alles immer schön nach dem Kongress und vorm Kongress und immer sowas, ne? Aber so grob. Ja, klar, viele Fragen beantworten. Viele Fragen weiterleiten. Also bei dem Mail-Aufkommen, tut es mir leid, aber ich werde nicht eure allgemeinen Anfragen bearbeiten. Ich werde die Presseanfragen dort nicht bearbeiten. Da habe ich Shortcuts für geh auf mail@ccc.de und schick das weiter an presse@ccc.de und so weiter. Übrigens auch sehr gut an Leute, die auf mail@ccc.de beantworten. Guckt da drauf, was in der Mail drin steht. Bitte antwortet nicht dem Office. Was wir auch noch machen, das ist Schneckenpost-Spamfilter. Und zwar ist das so eine klassische Nummer, Konstanze, Frank oder auch der Andi Müller-Magun oder sowas. Die sind halt irgendwo auf einem Vortrag gewesen. Und die Leute waren total dankbar und sind der Meinung, sie möchten jetzt also ab sofort immer unsere Mitgliedszeitschrift, unsere Einladung zu jeder Konferenz, die wir alle zwei Wochen veranstalten und so weiter in Papierform haben. Und natürlich wissen wir ihre Adresse. Sie sind ja der Chaos Computer Club und ihren Namen habe ich ja aus dem Programm und das landet dann alles beim CCC Office. Und da sitzen wir dann und öffnen die Briefe. Ach, Microsoft hat wieder alle Leute eingeladen, die sie kennen. Und also manche Briefe brauchst du gar nicht mehr öffnen, die kannst du gleich direkt einsortieren in den Müll. Also die Microsoft-Briefe sehen immer gleich aus. Aber dann kommen da auch solche Sachen wie, ja, Rechtsanwalt XY, Sie haben übrigens jetzt, keine Ahnung, 7 Tage Zeit, darauf zu reagieren, einstweilige Verfügung, keine Ahnung was, das landet auch bei uns. Da müssen wir dann manchmal schneller reagieren. Das funktioniert mal besser, mal nicht. Ja, und eine lustige Anekdote an der Stelle. Ihr wisst, dass es noch eine zweite Konstanze Kurz in Deutschland gibt, oder? Die arbeitet bei der IG Metall, ist das, glaube ich. Und es ist natürlich unglaublich schwer, weil der IG Metall, also die IG Metall und der CCC sind ja schon sehr ähnliche Organisationen. Deshalb öffnen wir keine Post von Konstanze, weil könnte ja auch von der IG Metall Dame sein. Ja, ansonsten Anträge abtippern. Und natürlich ganz, ganz, ganz häufig, gefühlt zieht jedes CCC-Mitglied dreimal pro Jahr um. Also eine der häufigsten Aufgaben, die wir haben, ist Adressänderung.
Und Leute ziehen deutlich öfter physisch um, als sie ihre E-Mail-Adressen umziehen. Also bei Riesenabstand. So. Auch noch. Oh. Ganz große Nummer. In jeder E-Mail steht, bitte Chaosnummer an, bei Überweisung bitte Chaosnummer angeben. Manchmal schreiben wir es auch bei hartnäckigen Quellen immer noch in den Kommentar des Datensatzes mit rein. Aber hey, ich habe euch mein Geld vor, keine Ahnung, einem halben Jahr überwiesen. Keine Ahnung, an welchem Datum genau. Aber mein Name ist Hans Müller. Ihr findet mich doch ganz bestimmt ganz schnell und könnt das wieder meinem Datensatz zuweisen, oder? Nee, können wir nicht. Also, da musst du uns schon irgendwie einen Auszug aus deinem Konto oder sowas zu schicken, wo wir dann sehen können, okay, das genau ist hier und bla und ja, okay, vielleicht geht's, wenn du irgendwie, weiß nicht, einen ganz seltenen Namen hast oder was, dann können wir das vielleicht noch, aber hey, ganz ehrlich, wir sind an dem Bereich, wo fast jeder Name mehrfach vorkommt. Okay, ich bin der einzige Girlie, soweit ich weiß, aber so. Naja, das nächste, auch so eine Frage aus dem Alltag und die kommt auch wirklich unglaublich oft. Ich habe das mal so als E-Mail-Kommunikation, ne? Wir schicken den Datenbrief raus. Dann kommt die Frage, hey, bis wann habe ich denn bezahlt? Als Reply auf diesen Datenbrief zurück, wo ich dann sage, siehe in der Mail, die du geantwortet hast, diesen Datenbrief zitiere, wo drin steht, zuletzt gezahlt am Datum X, bezahlt bis Datum Y. Die sind dann total dankbar und so, oh, Alter, wer lesen kann, ist vom Vorteil und so, ne? Aber wann muss ich denn jetzt den nächsten Betrag bezahlen? Bezahlt bis. Ja, es ist nicht so einfach. Also Vereinsrecht und bla und keine Ahnung. Ja, aber es gibt halt auch die traurigen Momente im CCC Office. Wir gehören zu den ersten mitunter, die mitkriegen, wenn ein Mitglied ausscheidet. Ja? Also es gibt grob drei Wege aus dem Club rauszukommen. Du hast richtig große Scheiße gebaut. Und der Vorstand setzt dich zusammen, um zu beschließen, dass du rausfliegst. Ich kenne drei dokumentierte Fälle in meiner gesamten CCC-Laufbahn. Du trittst aus mit einer Austrittserklärung. Oder eben der Fall, ne? Wir kriegen eine Sterbeurkunde zugeschickt. Okay. Jetzt ein bisschen dazu, wie das CCC-Office denn so technisch funktioniert. Ich glaube, das ist der Teil, wo ihr am meisten drauf gewartet habt. Wenn ihr schon Gerüchte gehört habt zumindest. Also wir legen Wert auf Sicherheit, gar sensible Daten und so weiter. Deshalb haben wir einen Desktop-Rechner, der steht physikalisch im CCC Office. Das ist ein eigener Raum, den der CCC e.V. mietet. Und wo es dann halt auch so ein dickes, tolles Sicherheitsschloss gibt, wo irgendwie nur sechs Schlüssel gibt es, genau, Zugriff haben. Die Schlüsselträgerliste habt ihr quasi vorhin gesehen. Jetzt gibt es auf diesem Rechner, klar, das übliche Festplatten-Krypto. Da drin ist dann, ne, muss man erstmal der Office-User werden. Dann gibt es da eine verschlüsselte Partition, natürlich mit anderem Passwort, wo dann die Mitgliedsdatenbank selber drin liegt. Und der Rechner selbst geht nur dann ans Netz, wenn wir die E-Mails raushauen. Das heißt, das ist dann wirklich so. Und jetzt nochmal Netz an, einmal physisch und dann einmal auch in der Software die IP-Adresse holen und dann schicken wir das Mail-Skript los, das dann irgendwie, keine Ahnung, 2000 E-Mails auf einmal rausballert. Okay. Aber was ist denn jetzt diese Software, die da drin liegt in diesem ganzen verschlüsselten Partition? Traditionssoftware. Gute, alte Traditionssoftware. Lang erprobt. Das ist aus dem offiziellen Hamburger Office-Arbeit-Wiki, die Headline. Proudly using the same database software since 1995. Und das ist nur eine Schätzung. Also die Schätzung beruht darauf, dass es der älteste datierte Code-Kommentar, den wir in den Skripten gefunden haben. Also wie sieht das aus? Sieht so aus, das ist das Hauptmenü. Was ihr dort seht, ist eine DBase 2-Anwendung, die in einem DOS-Emulator läuft. Damals war das mit dem ganzen Userführung noch ein bisschen anders. Das sieht man jetzt hier nicht, aber zum Beispiel Enter, das kannte wahrscheinlich damals niemand. Nächster Datensatz oder irgendwie Eingabe abschließen, ist Bild hoch, runter.
Das führt natürlich immer total zu irgendwie Verwirrung. Weil so, ich habe doch dreimal Enter gedrückt, warum sucht er denn immer noch nicht? Oder auch andersrum, nachdem man irgendwie eine Stunde Sachen eingegeben hat. Ich habe jetzt schon dreimal Bild hoch und runter gedrückt, warum hat er immer noch nicht die nächste Zeile in meinem Word oder so, ja? Ist ganz furchtbar. Das ist die Suchenmaske. Die müssen wir häufig benutzen, weil wenn wir dann irgendwie so eine Situation haben wie wir haben, keine Ahnung, 3 Monate Rückstau bei der Eingabe der Mitgliedsanträge, dann kommt es ja vor, dass die Leute feststellen, hey, könnte ja sein, dass der Mitgliedsantrag nicht angekommen sein. Ich hätte ja den Antrag falsch rum ins Fax gelegt haben können. Ne? Also schicke ich ihn nochmal per E-Mail, per Post, per Einschreiben, diktiere ihn per Telefon. Ich weiß nicht, die kommen auf unglaublich viele Ideen. Wir kriegen 5 Anträge oder sowas von einer Person. Und dann müssen wir natürlich immer gucken, dass wir den nicht 5-mal eintragen. Und ja, dann gibt es nur eine Möglichkeit. Wir müssen dann nach dem suchen in der Datenbank vorher einmal. Allerdings können wir immer nur nach einem Merkmal zur Zeit suchen. Und zwar auch nur von links matchend. Ja, also wir können die Chaosnummer angeben, wunderbar. Aber wenn wir die nicht wissen, und das wissen wir üblicherweise nicht beim neuen Mitglied, dann gucken wir, gibt es schon ein Mitglied mit diesem Vornamen in der Datenbank? Gibt es ein Mitglied mit dem Nachnamen? Das Spiel kann man lange spielen. Es kommt immer wieder vor, dass wir doppelte Mitgliednummern haben, aber das kriegen die Leute dann üblicherweise auch dann mit und dann kann man das korrigieren. Naja, so sieht die Eingabemaske aus für ein neues Mitglied. Es ist schon total modern. Also das Datum oben rechts wird zum Beispiel automatisch auf das aktuelle Datum gesetzt, genauso das eingetretene und bezahlt bis Datum. Wie bitte? Die Frage ist, ob wir IBAN mittlerweile haben. Wir machen nichts mit Kontonummern und dergleichen. Dass dort Kontonummer, Bankleitzahl, Kreditinstitut steht, ist ein Relikt aus alten Zeiten. Das wird nicht mehr benutzt. Noch so ein paar Sachen, wo wir gerade bei Datumsfeldern sind. Die Datumsfelder sind sehr empfindlich. Wenn man dort ein ungültiges Datum eingibt, zum Beispiel, ich trage jetzt ein, weiß ich nicht, den 1.13.2016 oder sowas, und dann aus dem Feld rausgehe, dann ist das Dbase abgestürzt. Das ist Input-Validierung, du kannst keine falschen Einträge machen. Gut, also den DOS-Emu da killen, neu starten. Wieder den Datenbankeintrag raussuchen, korrigieren, beziehungsweise erstmal überhaupt eintragen, weil ist ja nicht eingetragen worden, und weitermachen. Das wäre total clever an der Stelle, wenn du dir die Chaosnummer, die er automatisch schon vergibt, steht da auch rechts oben in der Ecke, wenn du dir die zu dem Zeitpunkt gemerkt hättest, weil sonst dauert es ganz schön lange, den Eintrag, den du gerade bearbeitet hattest, wiederzufinden. Na gut. Auch sehr wichtig zu wissen, es gibt keine Unterstützung für Umlaute. Darum haben wir auch ein englisches Keyboard angeschlossen. Wenn du nämlich einen Umlaut eingibst, stürzt das Dbase ab. So, und ja, auch noch wichtig anzumerken an der Stelle: Die Felder Vorname und Nachname sind 10 und 20 Zeichen lang. Wenn du also Hans Christian heißt oder sowas, ja, dann bist du bei uns Hans Kr. Und du darfst von mir aus diese 10 Zeichen verwenden, wie du möchtest. Aber es sind halt nur 10 Zeichen. Es gibt übrigens Leute, ja, also wenn du irgendwie schreibst, mein Name ist Doktor HC Mult, keine Ahnung und so weiter und so fort, und dann, ne, ich habe hier 30 Zeichen insgesamt, dann schreibe ich da halt Hans Christian oder Hans Andersen oder sowas in das Feld, ne? Und dann war es das. Und dann kriege ich dann die Antwort, mein korrekter Name ist Herr Doktor und so weiter und so fort. Und sagen, ja, du hast 10 Zeichen, kannst du dir das aussuchen? Also manchen Leuten ist das verdammt wichtig. Also wir haben schon Leute ge gehabt, die sind deswegen wieder ausgetreten. Also die sind eingetreten. Wie? Ihr habt nur 10 Zeichen. Was ist denn das für ein Schrottverein? Ich trete wieder aus. Das sage ich auch. Wunderbar, hier. Okay. Nix mit UTF-8 oder sowas. ASCII. ASCII ist alles, was das Ding hier kann. Okay. Was wird denn so gespeichert? Ihr habt ja die Felder eben gesehen. Großteil davon nutzen wir gar nicht mehr.
was wirklich tatsächlich gespeichert wird und benutzt wird, ob du aktiv bist oder ruhst. Wir haben ja in der Satzung sowas drin wie, hey, wenn du mit deinen Mitgliedsbeiträgen im Rückstand bist, dann ruht deine Mitgliedschaft. Du kannst auch hinschreiben und sagen, Alter, ich kann es mir echt nicht mehr leisten, bitte stellt mich auf ruhend. Es gibt das Flag, ob du ein Mitglied bist. Wenn das true ist, bist du halt ein Mitglied. Wenn das false ist, dann bist du ein Abonnent. Vor- und Nachname, Organisation, das benutzen wir eigentlich meistens so als CO- oder Adresszusatzfeld, weil steht halt auch bei der Adresse mit drauf. Straße, Land, Postleitzahl, klar, E-Mail. E-Mail ist total clever. Wir können mit Komma getrennt mehrere E-Mail-Adressen angeben. Ich weiß gerade nicht, wie viele Zeichen, könnte ich aber nachgucken, wenn das so wichtig ist. Aber es, ich glaube, das waren sogar 100 Zeichen oder sowas. Also das Feld ist groß. So. Die Datenschleudernummer. Wir für die Abonnenten funktioniert es ja so, die abonnieren nicht für 3 Monate oder so. Das ist schwierig. Die abonnieren für 6 Ausgaben oder sowas. Und dann schreiben wir da halt immer rein. Für heute haben wir, keine Ahnung, Ausgabe 97 ist, glaube ich, aktuell draußen. Und dann, wenn jetzt jemand abonniert, dann schreiben wir halt 103 rein. Das sind halt also die Datenschleudern, bis zu der dieser Abonnent beliefert wird. Und bei Mitgliedern schreiben wir da halt immer 999 rein. Sehr optimistisch. Okay, klar, das Erfa-Flag. Dann kann man sagen, ja, ich bin Mitglied bei Köln oder sowas. 3 Zeichen, Freitext. Darum hat jeder Erfa in der Datenbank auch gefühlt 3 bis 4 Erfa-Flags. Und wir haben dann ein Skript, das das wieder zusammenfasst. Und das Flag für die Doppelmitgliedschaft. Also die Doppelmitgliedschaft ist, ne, wenn das CCC-Office nicht sich darum kümmert, das Geld und so weiter einzutreiben von dem Mitglied, und sondern dass der Erfa macht. Das ist total angenehm bei uns, finden wir total toll. Bitte macht das alle. Aber das gibt es ja hier gar nicht, wie ihr feststellt. Ja, da gibt es sowas wie Dauerauftrag und Einzugsermächtigung. Und tatsächlich, Dauerauftrag ist das Doppelmitgliedschaftsflag, das wir repurposed haben. Wenn das auf true ist, dann geht nämlich nicht mehr eine automatische Mahnmail raus irgendwie und so weiter, wenn wir das Mahnmail-Skript durchlaufen lassen, weil kümmert sich ja der Erfa drum. Und dann gleich nochmal eure Aufmerksamkeit auf das Einzugsermächtigungsflag daneben. Wir haben ja 2 Mitgliedschaftsmodelle, das normale Mitgliedschaftsmodell und das Fördermitgliedschaftsmodell. Und bei Fördermitglied steht das Einzugsermächtigungsfeld auf true. Das ist also das Flag für die Fördermitgliedschaft. Entschuldigung, was ist mit IBAN und BIC? Ja, Kontonummer BLZ habe ich ja vorhin schon erwähnt. Wir machen keinen Einzug und so weiter. Wir speichern nicht die Kontonummern oder so weiter von unseren Mitgliedern. Nichts mit IBAN. Wir brauchen keine IBAN. Also ihr müsst uns überweisen, wir brauchen keine IBAN von euch. So, genau, dann gibt es das zuletzt gezahlt, bezahlt bis Datum und die PGB-Key-ID. Das ist auch ein wichtiger Punkt an der Stelle. Wir speichern nur die ID und dann haben wir ein Skript, das guckt auf den Key-Server nach, ob da dein Key liegt und nimmt den. Das heißt, ja, gib uns deine Key-ID. Aber lad dein Key auch hoch, ist total nett, wenn du ihn uns zuschickst, aber das unterstützt unsere Software derzeit leider nicht. Ja, Chaosnummer zählt einfach hoch und ein Kommentar, da schreiben wir mal rein, wenn halt irgendwas schief ist mit dem Datensatz, so von wegen, hey, übrigens schuldest du noch die 10 Euro mit Aufnahmegebühr oder Chaosnummer bei Überweisung bitte immer angeben. Ja, das ist so die Datenbank selbst, aber damit kriegen wir noch nicht alles gemacht. Es gibt auch so ein kleines Ecosystem drumherum. Es gibt einmal die DBase-Skripte. Und nein, ich habe keine Ahnung, wie dieser DBase-Dialekt funktioniert. Das ist reine Copy-Paste-Programmierung, wenn ich da was ändere. Die generieren automatisch die E-Mails. Sieht ganz furchtbar aus. Unglaublich viele, wie heißt das hier, Hochkomma. Und das E-Mail-Schicken zum Beispiel ist ein 2-stufiger Prozess. Es gibt das E-Mail-Skript in der DBase. Das läuft einmal durch. Also ich kann noch mal kurz zurückgehen hier. Da gibt es Punkt Nummer 8, E-Mail-Skript aufrufen. Allerletzte Tat am Tag, steht da mit Absicht. Das läuft dann eine Viertelstunde durch alle Datensätze einmal und guckt, ist das oben rechts Last-Edit-Datum heute oder aktueller? Also, Quatsch, ist das aktueller als das Datum, das beim letzten Ausführen des Skripts gespeichert wurde? Darum darf man es nämlich auch nur einmal am Tag ausführen. Da speichert er nämlich das Datum des Tages. Naja,
Halt. Wo sind hier? Sind wir. Und dann habe ich eine Textdatei, in der alle E-Mails an einem Stück dran stehen. An dem Punkt, in dem Zeitpunkt sogar noch, Moment. Ja, zu dem Zeitpunkt sogar noch unverschlüsselt. Und dann gibt es ein kleines Python-Skript, das wir dann aufrufen, das dann tatsächlich die E-Mails raushaut. Also da gibt es dann diese Textdatei, die aus der Debase rausfällt als Input. Ja, wir machen viel mit Python drumherum. Zahlung. Wir holen halt irgendwie eine CSV von der Bank, haben ein Python-Skript. Da sehen wir dann immer die Chaosnummer, die der hemdsärmlich geschriebene Algorithmus aus der wie heißt das, aus dem Verwendungszweck extrahiert hat. Bitte tragt in den Verwendungszweck nicht irgendwelche Jahreszahlen ein, so von wegen Mitgliedsbeitrag 2016. Lasst das. Furchtbar. Ihr habt keine Vorstellung, wie viele Mitgliedsbeiträge Mitglied Nummer 2016 schon gezahlt hat. Ich hab schon gezahlt. 2016, ihr wisst, das ist keiner von euch, ne? Also das sind die alten Hasen. So, jedenfalls matcht es dann und dann müssen wir halt sagen, ja, nein, falsch, diese Chaosnummer. Ist ein unglaublich langweiliger Job, wo man immer drauf guckt und nur mal Leertaste, scheiße, verdammt. Ah, es gibt kein Zurück. Ah. Okay. Ja, E-Mails raussenden habe ich ja gerade schon erklärt, das ist halt, zweite Teil ist mit Python. DS-Datensteuer-Abos eintragen, das gehört zu einer der abenteuerlichsten Sachen überhaupt in der ganzen Geschichte. Da hat sich vor ewig Zeiten mal jemand ein ganz tolles Skript überlegt. Und zwar haben wir da ein bestimmtes Input-Format für. Darf auch wieder natürlich keine Umleiter enthalten. Es muss irgendwie auf der Einzeile der Vor- und Nachname mit einem Leerzeichen getrennt stehen. Keine Doppelnamen, weil mit Leerzeichen getrennt geht halt nicht. Ist nur das Leerzeichen trennt zwischen Vor- und Nachnamen und nicht zwischen zwei Vornamen oder so. Ne? Und so fort. Und dann wird diese Datei mit den Namen der Abonnenten und den Adressen und so weiter eingelesen von einem Skript, das gleichzeitig in dem anderen Fenster, wo die Datenbank läuft, Keyboard-Input spielt. Und dann kannst du dir also zugucken, wie es in die Datenbank, also immer schön die Felder einträgt. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, ne, und dann irgendwie nochmal richtigen Stelle nochmal Enter drücken, dass er jetzt sagt, okay, die Datenbank hat fertig gearbeitet, weil die braucht dann auch irgendwie nochmal 10 Sekunden oder so. Und dann kannst du den nächsten Eintrag einfügen. Ja. Groß und spannend. Was ansonsten auch noch wichtig ist, wir haben Export-Skripte. Es gibt für dieses DBase-Format so Alpha-Status-mäßige Treiber, mit denen man das tatsächlich öffnen kann. Das heißt, wir kommen an die Daten auch direkt ran. Und können halt Skripte direkt darauf laufen lassen. So funktioniert auch das Zahlungsverbuchungsskript. Was es auch kann, also was es neuerdings auch kann, ich habe ein Skript geschrieben, dass Anträge vom Vereinstisch, das wird ja neuerdings am Rechner gemacht, und dann fällt ein CSV raus. Dieses CSV kann mein Skript direkt in die Datenbank rein importieren. Das habe ich diesen Kongress 32.3 dann mit den Daten gemacht. Allerdings ist das gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Also dieses Datenbank-Interface und so funktioniert. Allerdings gibt es für dieses Datenbankformat verschiedenste Varianten und Auslegungen und keine Ahnung was. Und ich weiß nicht so genau, welche dann jetzt dieses DBFPy heißt das, schreibt und so. Aber sagen wir mal so, nachdem ich das Import-Skript das erste Mal ausgeführt habe, konnte ich es danach nicht mehr in DBase öffnen. Also habe ich mir meinen Hex-Editor genommen und die Anleitung der Beschreibung der einzelnen Bits und so weiter des DBase-Formats und vorne angefangen. Ne? Wo ist denn kaputt? War auch ganz schnell gefunden. Ihr habt ja festgestellt, es sind zweistellige Datums, Jahreszahlen. Zweistellig, ja. Und wo ist der Offset? 1900, 2000, 1950, keine Ahnung. Jedenfalls war das irgendwer, ich weiß jetzt nicht, ob es das DBase war oder das Python der Meinung, der Offset ist 1900 und der andere war der Meinung, es ist 2000 und darum haben wir das Jahr 115 geschrieben gehabt für die Mitgliedsanträge und das kann man zwar wunderbar in die Hexstellen schreiben, aber das kann das DBase dann nicht mehr lesen. Ja. Ja, aber gut, das läuft jetzt auch wieder. Aber ja, man lernt viel
wenn man im Office arbeitet. Ich habe auch überlegt, für meinen Lebenslauf irgendwie Meister Arcana D-Base-Technologien oder so. Also. Es gibt bei D-Base 2 Formate für Daten. Das eine ist 1900, das andere weit. Es gibt verschiedene Formate, ist der Punkt, genau. Ich habe es auch noch nicht genau durchblickt, aber ich bin auf dem Punkt, es funktioniert, ich fasse es nicht mehr an. Ich habe genug anderes zu tun. Genau, weiter geht's mit, es gibt tatsächlich, also jetzt, wo ihr das alles gehört habt, ja, das ist furchtbar. Und das läuft schon seit, keine Ahnung, 15, 20 Jahren so. Es wird hoffentlich besser. Wir haben mal angefangen, wir haben eine MVW 3000, die Mitgliedsverwaltung 3000 gebaut. Allerdings haben uns dann die Leute aus dem Karlsdorf links überholt. Und ihr Projekt, das haben, ich weiß gar nicht, was es tatsächlich heißt, aber es heißt kurz einfach nur AA. Und das, die bauen dort eine neue Mitgliedsverwaltung, die treffen sich regelmäßig, ich glaube, es ist donnerstags abends im Club und haben da ihre Python-Fu und sitzen da irgendwie zu fünft oder sowas und bauen eine Mitgliedsverwaltung. Und der Status ist schon ziemlich gut. Wir haben da tatsächlich schon eine Installation, wo wir die Live-Daten zum Testen reinwerfen und es explodiert nicht mehr. ja, das muss man an der Stelle allerdings auch sagen, hey, gerade die Daten vor so 1995 in der Datenbank sind sehr wild. Das auch, da muss man wahrscheinlich noch mal sich zusammen hinsetzen und so mit viel Intelligenz und Kreativität die Datensätze patchen. Aber genau, das Zeug, was die bauen, das soll Open Source werden. Die hatten von irgendwie einer GPL 2 gesprochen. Das ist aber noch nicht entschieden. Es soll dann auch für RFS verfügbar sein. Da ist gerade nur die Ansage, hey, ja, gerne, aber sorry, wir nehmen jetzt keine Feature-Requests von RFS an, wir haben gerade genug zu tun. Und ja, was auch noch ansteht, sind so coole Ideen für die Zukunft, wo ich hoffe, dass sie uns noch einiges an Arbeit abnehmen können. Und die wichtigste Idee an der Stelle, finde ich, Mitgliedsanträge eintippen ist halt eine echt nervige Sache. Dann sitzt du da und dann haben die Leute ihre schönste Schreibschrift genommen und du fragst dich, ist das ein N, ein M, ein U oder was ist das jetzt für eine E-Mail-Adresse? Ja. Und die Idee ist, es wird ein Mitgliedsformular auf der Webseite geben, wo du deine ganzen Daten eingeben kannst, aber die werden nicht übers Netz verschickt, sondern es wird einfach mit JavaScript-Magie im Browser ein toller QR-Code oder irgend so ein Scheiß produziert, wo die Daten CSV-mäßig encodiert drin sind. Den druckst du dir aus mit deinem Mitgliedsantrag, den du noch unterschreibst. Dann schickst du uns das als PDF oder sonst wie zu. Wir können das piep einlesen. Und andererseits haben wir auch den korrekt ausgefüllten Mitgliedsantrag für die Archivablage, weil wir müssen das ja Vereinsrecht und so, ne? Alter, also davon träume ich, wenn ich nachts und so die feuchten Träume, ne? Okay. Wir unterstützen, also die Frage war, was passiert, wenn jemand das QR-Code macht und dann Fax mit schlechter Auflösung schickt? Wir nehmen keine Faxe mehr, aus gutem Grund. Ja. Wie bitte? Papierkästchen zum Ankreuzen. Nehmt euch so ein schönes DIN A4-Blatt aus dem College-Block und dann macht den QR-Code danach. Hey, wenn unser Scanner das lesen kann. Es steht nur da, Lesbares Format. Nein, okay. Jetzt haben wir ganz viel darüber erzählt, was denn das alles so macht. Jetzt wollte ich noch einmal kurz zum Ende hin des Vortrags einmal erzählen, wo ist denn überhaupt dieses CCC Office? Ihr habt das sicherlich schon alle mitbekommen, die Verwaltung sitzt in Hamburg. Aber das hat sich auch über die Zeit ein bisschen geändert. Und jetzt muss ich, glaube ich, begehe hier jetzt irgendwie Copyright-Bruch und alles, weil hat jemand schon mal versucht, einen Track auf einer OpenStreetMap-Karte einzublenden? Ohne sich irgendwie Software auf seinem Rechner zu installieren, wo er dann GPS-Tracks irgendwie in KLM-Format schreibt, die er dann mit OpenStreetMap hinterlegen lässt oder so. Also, ganz ehrlich, ich bin um 16 Uhr mit meinen Vortragsfolien fertig gewesen. Die Zeit hatte ich nicht. Hier habt ihr Google. Das Google Office, ey. Das CCC Office, soweit ich es zurückverfolgen konnte, hat an folgenden Orten residiert. Links in der Schwenke Straße 85 oder 95 war das, glaube ich? 85, ja. Das ist also zu
Seiten irgendwie 90er. Ich kenne nur die Geschichten der ganz alten Hasen, die dann immer, weißt du, wenn sie diese glasigen Augen bekommen und von den alten guten Tagen in der Schwenkestraße und so weiter reden, das ist der Ort. Weiß ich so gut wie nichts drüber. Dann Lockstädter Weg 72. Das ist Ende 90er, Anfang 2000er. Das ist dann der Bereich, wo ich da auch, das erste Mal mit dem CCC in Berührung kam. Die Schwenke, der Lockstädter Weg ist ein alter, versiffte Souterrain-Wohnung gewesen in Eppendorf. Das ist eine ganz nette Gegend eigentlich, aber ich bin auch irgendwie zwei, dreimal hin und immer nur verschreckt wieder rausgerannt, weil es so furchtbar nach abgestandenen Rauch stank. Aber damals habe ich dann die ersten Leute aus dem CCC kennengelernt, so um die 2000er. Und bin dann aber erstmal wieder ferngeblieben von diesen komischen Leuten. Dann gab es den Umzug in den Mexiko-Ring 21. Das ist eine schöne Hasbro-Filiale gewesen früher. Das heißt, es gab unten einen Tresorraum, den konnte man ganz gut benutzen. Das ist ganz cool und so gewesen. Und da gab es halt auch einen kleinen Raum, da war das CCC-Office drin. Und da habe ich dann gesagt, hey, hier ist nicht mehr so verraucht, ich setze mich mal in diesen Hackerspace. Und dann saß ich da und dann kam so ein Typ irgendwie in so einer schwarzen Jeansjacke und so einem schwarzen Mützchen vorbei und sagte, ey, du, was machst denn hier? Sag mal, wie heißt denn du? Komm mal kurz mit. Und dann hat mich Dodger ins CCC-Office geführt und das ist der Ende dieser Story. Genau. Ja, Mexiko-Ring 21 hatte dann das Problem, die City Nord ist halt so ein modernes Lebensprojekt der 70er gewesen und so sieht es auch aus. Es hat stadtplanerische Preise dafür gewonnen, dass es eine autofreie Stadt ist, im Sinne von die Fußgänger haben eine eigene Ebene oben und es ist überall Sichtbeton und unten drunter sind halt nur noch Tiefgaragen, aber es ist halt echt furchtbar hässlich und kein Mensch möchte da wohnen. Also man hat echt kein Geld und Mieten sind günstig. Und ansonsten sind halt irgendwie Büros und Firmen und so. Naja, jedenfalls dort habe ich dann das CCC Office immer gemacht. Da sind wir dann allerdings raus. Dann gab es da verschiedene Gründe. Und wir hatten dann allerdings erstmal als CCC Hamburg keinen neuen Hackerspace und sind einige Zeit einfach wohnungslos gewesen. Und darum gibt es diesen kleinen Abstecher nach oben zu der ausgeschwärzten Adresse. Das ist meine Privatadresse damals gewesen. Und wenn ihr es gruselig haben wollt, könnt ihr euch vorstellen, ich hatte ein Zimmer oben im Dach, wo es im Sommer immer unglaublich heiß und schwül war, selbst wenn man alle Fenster geöffnet hat. Und dann saß ich da also in Unterhose vor dem Office-Rechner und habe die Anträge eingetippt. Es war grausam. Genau. Und dann hatten wir wieder einen Raum mit dem Hamburger Hackerspace zusammen in der Humboldtstraße 53. Das ist ein Büroraum gewesen, direkt über dem Rechenzentrum von Tommy. Tommy, THW, kennt ihr sicherlich vielleicht, wie auch immer, betreibt halt echt viel unserer CCC-Hardware in seinem Rechenzentrum und hat halt uns diese Räume vermittelt. War klein, eng und der CCC Hamburg war sehr froh, als er da wieder rausgekommen ist vor irgendwie bald 2 Jahren. Und die sind dann in den Zeiseweg gezogen, dort unten links. Das Office ist allerdings bis Januar immer noch in der Humboldtstraße gewesen. Und das war immer ein bisschen nervig, weil sitzt du dann abends im Hackerspace und denkst dir, Alter, ist jetzt 22 Uhr, gehe ich jetzt noch mal kurz ins Office durch die halbe Stadt? Ja, eher nicht. Und so ging das irgendwie jedem. Das war so der Moment, wo Dodger sagte, also ihr wisst, das Office muss nicht in Hamburg bleiben. Ne? Das könnt ihr auch abgeben. Na gut. Dann haben wir jetzt das Office im Januar umgezogen und sind jetzt auch im Zeiseweg 9. Haben dort eine schöne Ecke. Ja, und die also wir sind jetzt auf dem gleichen Flur wie der Hamburger Hackerspace, nur irgendwie ein Treppenhaus weiter. Das ist also keine Minute Fußweg. Das heißt, plötzlich haben wieder alle Leute Lust und Zeit, beim CCC Office mitzuhelfen. Das ist großartig. Ja, und ich habe sogar mal, weil es wurden Beweisfotos verlangt, so, das existiert dieses CCC Office auch, ich habe mal eins eingefügt. So sieht es physikalisch aus. Ja, ihr seht das obligatorische Pesthörnchen an der Wand.
Und ihr seht unten diesen neben dem Bildschirm ist so ein schmaler schwarzer Rechner. Das ist der Desktop-Rechner. Also wenn ihr einbrecht, ihr wisst, was ihr sucht. Und daneben, das sind so eine Mappen. Kennt ihr diese Mappen, wo irgendwie 32 Schlitze drin sind? Wie heißt das so? 32 Seiten, die immer durchnummeriert sind? Eine Wiedervorlage heißt das im Office-Jargon. Sehr gut. Das benutzen wir, um eure Mitgliedsanträge immer schön einzusortieren und der möglichste Reihenfolge nach abzuarbeiten. Darum liegt das da immer so schön. Ja, so sieht das aus. Damit bin ich durch. Wenn ihr Fragen habt, jetzt ein guter Moment. Ob es Backups gibt? Ja, es gibt Backups. Wir machen Backups auf verschlüsselte USB-Sticks in so unregelmäßigen Intervallen. Das heißt, immer wenn jemand da ist und dran denkt. Aber das tun mehrere Leute. Das heißt, doch, das ist tatsächlich passiert. Was geschieht mit den Papieranträgen? Die Papieranträge, wir haben die Pflicht vom Verein und so weiter, ich glaube steuerrechtlich, ich weiß es gar nicht genau, die müssen aufgehoben werden. Ich gehe nochmal zurück. Seht ihr diesen kleinen Schrank im Hintergrund unter der Flagge, unter der Fahne, Flagge, wie auch immer. Dort drin sind lauter Leitsordner, wo alle Mitgliedsanträge drin stehen, die wir irgendwie haben. Also der ist ziemlich voll schon. Warum ist die Software so lange so furchtbar gewesen? Das Problem ist, glaube ich, so Mitgliederverwaltung ist halt nicht so unglaublich spannend, weißt du? Es ist so, hey Leute, lasst mal eine coole Mitgliederverwaltung schreiben. Und ja, ja, dann sitze ich da und schiebe also meinen Karren mit viereckigen Rädern durch die Gegend und frage mich, mache ich mir jetzt runde Räder? Oder arbeite ich diese 200 Mitgliedsanträge, die 3 Monate überfällig sind, ab? Und komischerweise mache ich immer die falsche Entscheidung an der Stelle. Aber es gibt auch viele Versuche von Leuten, die sowas versucht haben, neu zu schreiben. Es gibt überall Leichen, die man auch teilweise auf GitHub und SourceForge findet oder sowas von versuchten neuen Mitgliedsverwaltungen. Es gibt viele Anforderungen. Es gibt viel, was das inzwischen macht mit dem ganzen Zeug drumherum an den Skripten. Das mal eben so zu ersetzen, ist einfach schwierig. Also die Leute aus dem Chaos-Dorf sind da jetzt auch schon über ein halbes Jahr dran. Okay. Genau, es ist ein Großprojekt. Okay, also offiziell habe ich vor 2 Minuten meinen Vortrag beendet. Ich glaube, den nächsten wollen jetzt schon gleich hier, oder? Naja, also wenn es noch Fragen gibt, ich habe auch meine E-Mail-Adresse. Allgemeine Anfragen bitte immer an mail@ccc.de. Und es kommt, das ist auch noch eine kleine Notiz, es kommt sehr häufig vor, dass mich Leute ansprechen, so auf einer Konferenz, hey Jan hier, wegen meinem Datensatz und so. Super lieb, ich unterhalte mich auch gerne mit euch darüber. Aber ich kann eure Probleme nicht auf einer Konferenz lösen, weil die Daten, die ich dafür bräuchte, liegen auf einem Rechner in einer verschlüsselten Partition und so weiter in Hamburg. Schreibt mir eine Mail an office@ccc.de. Und dann wird es bearbeitet auf jeden Fall. Also ihr könnt gerne Fragen stellen zum Office und so weiter auf Konferenz. Persönlich habe ich kein Problem mit. Nur erwartet bitte nicht, dass ich das Problem auf der Konferenz löse. Du hast gerade gesagt, dass die Daten im Klartext natürlich im Ordner liegen. Das liegt nicht verschlüsselt auf der Seite. Entsteht da nicht über die Jahre irgendwann so ein diffuses Verhältnis? Was wollte ich eine verschlüsselte Platte mitnehmen, wenn ich die Daten brauche? Dann habe ich lieber den Inhalt mit dem Schrank. Also, die wichtigen Teile einfach nur durchziehen. Die Frage ist, was ist der Unterschied dazu, also warum verschlüsseln wir denn überhaupt die ganze Mitgliedsdatenbank und so weiter und so fort, wenn wir sie alle im Klartext in einem Schrank stehen haben? Naja, der Unterschied ist, bis du 11.500 Papiere eingescannt und ge-OCR'd hast, dauert's, ja. Und die Datenbank kriegst du halt sofort direkt ausgelesen als CSV oder sowas. Der zweite Teil ist ja, die Papieranträge werden ja nicht mehr aktualisiert und damit die Leute in der Zuge der Zeit umziehen, sind da halt Altdaten. Genau, also das ist auch ein wichtiger Punkt, der gerade erwähnt wurde. Die Mitgliedsanträge aus Papier werden natürlich nicht aktualisiert, wenn jemand umzieht und so. Es stimmt, da ist bestimmt irgendwie die Hälfte der Daten, die da drin steht, veraltet. Da war noch? Kein Einbrecher klaut einen Schrank voll Akten. Also keiner ist so doof, hoffen wir das mal. Ja. Ah. Papier gibt mir ganz viel. Genau. Meistens noch 6 Cent pro Kilo. Okay. Ja, wunderbar. Ich bedanke mich.